Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um die direkte Proportionalität, mathematisch gesehen. Ja, und wie schon versprochen, es gibt heute Bananenmehl. Ich habe ein Rezept mitgebracht, à la Herr Schmidt. Zutaten für 4 Personen, 2 Bananen, 1 Liter Milch, ein Päckchen Vanille, ja, ich habe hier Vanilleschoten genommen, 2 Messerspitzen Zimt und 2 Esslöffel Honig. Werdet ihr fragen, was hat das jetzt mit Mathematik zu tun? Kommt schon. Ich bringe das jetzt hier mal in eine Tabelle. Also es sind 4 Personen, ich brauche 2 Bananen, 1 Liter Milch, ein Päckchen Vanille, Mark oder Schoten und 2 Gramm Zimt und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn jetzt da oben hin? Zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie viel ist das für eine Person? Ich habe das jetzt hier schon mal ausgerechnet. Ja, aber wie kommt man denn da drauf? Eigentlich relativ klar, das ist ja eigentlich nur sowas wie ein Zweisatz oder später Dreisatz. Für 4 Personen brauche ich 2 Bananen. Also brauche ich für eine Person 0,5 Bananen. Warum? Weil ich von 4 auf 1 komme, indem ich durch 4 teile. Also muss ich von 2 auch durch 4 teilen und komme ich auf 0,5. Das gleiche gilt hier. 1 Liter, nicht mehr 4, sondern eine Person. Also durch 4 teilen, 250 Milliliter. Und so kann ich das hier weiter fortführen. Dann ist es natürlich auch relativ leicht, das Ganze für 2 Personen zu berechnen. Entweder rechne ich von 4 Personen geteilt durch 2, also alles halbieren, halbieren, halbieren. Oder ich verdoppel einfach alles von 1 auf die 2, alles mal 2 an der Stelle. Dann ist es natürlich auch leicht, das Ganze für 8 Personen zu machen. Ich muss ja nur wieder verdoppeln. Oder ich kann auch von der einen Person auf 8 mal 8 rechnen. Also von 0,5 mal 8, 250 Milliliter mal 8 und so weiter. Dann geht es natürlich auch ganz schnell für 10 Personen und natürlich auch für 22 Personen. Denn das ist ja auch die Anzahl in der Klasse. Ihr wollt ja irgendwann mal vielleicht Bananenmilch für alle machen. Ja, was heißt jetzt dahinter direkte Proportionalität? Eine Zuordnung ist direkt proportional, wenn zum Beispiel der doppelte Personenzahl die doppelte Bananenzahl zugeordnet wird oder der halben Personenzahl die halbe Milchmenge zugeordnet wird. Also schaut mal zum Beispiel nur Personen und Bananen an. Eine Person hat 0,5 Bananen, 2 Personen haben eine Banane, 4 haben 2. Einer Person, das Doppelte, also 2 Personen, wird auch das Doppelte an Bananen. Das Vierfache an Personen wird auch der Vierfachen an Bananen zugeordnet. Der Achtfachen an Personen wird auch das Achtfache an Bananen zugeordnet. Das gleiche gilt bei der Zuordnung Personen und Milch. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 4 und 1 nehme, um auf die 2 Personen zu kommen, muss ich durch 2 teilen. Also der halben Personenzahl wird auch die halbe Milchmenge zugeordnet. Das heißt, wenn ich immer das gleiche mache, entweder mal 2 oder geteilt 2 oder mal 4, dann spricht man von einer direkten Proportionalität. Bringen wir das Ganze noch ein bisschen in einen mathematischen Zusammenhang. Also wir haben jetzt so eine Zuordnung, die heißt Personen und Bananen. Zuordnung nimmt man immer 2. Ich habe zwar vorne eine große Rezeptur, aber ich picke mir immer nur 2 raus für eine Zuordnung. Also ich habe 4 Personen und 2 Bananen. Wenn ich jetzt wissen will, eine Person und 0,5 Bananen, dann muss ich doch auf beiden Seiten geteilt durch 4 rechnen. Jetzt haben wir quasi eine direkte proportionale Zuordnung gefunden. 4, 2 war der Anfang, dazu direkt proportional ist 1 und 0,5. Genauso kann ich dann das eben für 22 machen. Ich muss an dieser Stelle mal 22 rechnen und an dieser Stelle natürlich dann auch mal 22. Hier komme ich eben auf 11. Das, was wir jetzt hier sehen, ist eine direkt proportionale Zuordnung. Wenn hier eine 12 stehen würde, dann wäre es keine direkte proportionale Zuordnung mehr, weil wir hier anders rechnen müssten wie hier drüben. Heißt, machen wir links und rechts das gleiche, dann ist es direkt proportional. Zum Beispiel auch bei den Eiskugeln. Eine Kugel Eis kostet 70 Cent. 8 Kugeln Eis? Wie muss ich denn das rechnen? Mal 8 natürlich und hier auch mal 8. Dann komme ich auf meine 5,60 Euro. Ihr wisst, das ist alles nichts Neues mehr. Das kennen wir schon vom Dreisatz. Ja? Da hat man das Ganze auch auf 1 gebracht und dann nach oben multipliziert. Oder wir hätten auch von 4 mal 5,5 rechnen können, weil 4 mal 5,5 ist auch 22. Also ihr seht, alles was man quasi links und rechts gleich macht, das gibt direkt proportionale Zuordnung. Ja, und diese 2 Zuordnungen, die sind jetzt eben direkt proportional. Ja, und am Schluss wollen wir natürlich noch wissen, wie das Ganze dann auch schmeckt. Also, Bananen rein, 2 Stück. Ich mache das Ganze jetzt mal für 4 Personen, weil ich habe hier einen Thermomix. Da geht nicht so viel rein. Dann 1 Liter Milch, ja, das beschleunigt mal ein bisschen, zack, 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 zack. Schnell, ganz schnell Milch rein, dann ganz schnell die Vanilleschoten rein, das Päckchen. Man sieht es hier leider nicht ganz, müsst ihr euch vorstellen. Jetzt drücke ich so richtig drauf, damit es den Honig gibt. 2 Esslöffel, dann 2 Messerspitzen Zimt, da sieht man es. 2 Messerspitzen Zimt und dann kurz Messer abstreifen, Deckel drauf und ordentlich Gas geben, schön vermixen und dann...